Liebe Leute, willkommen zurück zu Stalker Gamma. Wir schauen mal rein, was es hier so für uns zu tun gibt, wenn wir schon mal hier bei dem feinen Herrn sind, der immer im Bogen läuft. So. Detector Prototype. Okay, das möchte er gern haben. Habt ihr mir dafür ein bisschen Geld? Nein. Hierfür? Ha. Ich meine, 2400 für Controller Scalp ist schon gar nicht so verkehrt, oder? Ja, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie viel mir dafür der Schlachter gibt. Vielleicht gibt er mir dafür ein bisschen mehr. So eine Mark oder so. Okay, ciao, Muchacho. Ja, weiß ich doch. Also hier draußen wird schon wild geballert. Ach, wie schön das ist. Wir schauen uns mal hier oben, ob wir... Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 70.000 knapp? Wer bist du? Genau, der hat ein bisschen was zu essen, darum ging es mir. Hol mal ein bisschen was. 2.000, das passt. Zu trinken haben wir noch. Und wir für 3.000 ein bisschen was. Was ist das denn hier? Brauchen wir nicht. Vielen Dank. Bild's Tea. Okay, das passt soweit. Kauft der ein bisschen was? Was gibt der mir denn? 1.200? Nee, das ist alles nichts. Okay. Gedacht, dass der vielleicht auch eine Aufgabe für mich hat. Aber hat er nicht. Das interessiert ihn nicht. Ist der Techniker hier? Sag mal her, der kauft doch bestimmt ein bisschen was von dem Krempel hier. 1500. Danke, bis bald. Gets that kind of practice. Da geht's direkt nach Agroprom. Können wir mal eben schauen. Da haben wir ja die Mission. Ach, warte mal, das ist ja mittendrin. Sollen wir das vielleicht lieber erstmal machen? Warte mal, haben wir denn ein bisschen Munition? Ha! 34 Schuss. 34 Schuss dafür. Und hier haben wir 0. Wie sieht's hier aus? 20. Das ist jetzt nicht so clever, oder? Aber wir schauen uns einmal um. Das ist direkt oben auf diesem Hügel auf offenem Feld. Da werden ein paar Mutanten sein. Ansonsten denke ich, sollte das nicht so das große Problem sein, das zu besorgen. Wird möglicherweise allerdings in einer Anomalie sein. Das könnte schwierig werden. Mal gucken, vielleicht reicht die Munition. Und vielleicht gibt es auch gar keinen Kampf. Das klingt schon mal nicht so gut. Zwei Zombies, die sind nicht das Problem. Da ist ein Hund. Okay. Ich glaube aber, wir müssen darüber. Der rote Pfeil, ja, der verrät es uns. Wir müssen darauf.
Wie gesagt, die Zombies sind nicht das große Problem, aber wenn hier nochmal so ein Hund oder sowas ist. Was ist das da? Bin nicht sicher, wo das Vieh jetzt hingegangen ist. Kämpft euch mal gegenseitig, das ist völlig okay. Na, wer will was? Da, oh, oh, oh. Schlecht. Wo ist der Vogel? Eieiei. Ist gut, bleib ruhig. Der hat gesessen. Ganz ruhig, ja. Ja. Ach, schade. Ist alles gut. Alles gut. Haben wir denn Medizin, die dagegen so ein bisschen wirkt? Ja, okay. Das regeneriert ein bisschen schneller. Wir trinken einen Schluck. Sehr schön. Soll ich jetzt 1200 Sekunden warten, bis ihm nicht mehr schwindelig ist? Kann das sein? Na, obwohl. Das sieht hier schon ein bisschen besser aus. So, wir folgen dem roten Pfeil unten auf der Minimap. Da liegt Dimitri. Das ist es schon. Easy. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus hier, das ganze Zeug. Gar nicht schlecht. War jetzt nicht ganz so leicht wie erhofft, aber ich meine, das ging ja jetzt. Die Sniper Rifle hat da für Ruhe gesorgt. Und ich kann mich erinnern, als ich damals Anomaly gespielt habe, Basic Anomaly, wenn man das so nennen kann. Da waren diese Control... Nee, warte mal, wie heißen die Typen? Doch, das sind Controller, glaube ich, ne? Wenn die einen rangezogen haben, hat man die Waffe gedroppt. Was super lästig ist, weil man dann fast keine Chance hat, besonders wenn man nur eine Waffe dabei hat, den irgendwie zu erledigen. Das heißt, man muss dann weggehen oder schnell hinrennen, eine holen, die wieder nehmen oder was. Aber eher problematisch gewesen. Und das sind eben alles auch Sachen, die man ausstellen kann, wofür ich sehr dankbar bin, weil...
die sind ganz schön flott, die Jungs hier, ne? Weil ich meine, so realistisch das sein mag, dass man dann die Waffe fallen lässt, weiß ich nicht. So ein paar Kleinigkeiten wären schon ganz nett, wenn man da wenigstens im Gaming-Bereich bleibt und dann eben sowas sagt, ja, okay. Das ist nicht angenehm, was der da macht, aber man hat trotzdem noch eine faire Chance. Sehr gut, einfach mal so eine kleine Nebenmission erledigt. Keine großen Zwischenfälle. Sehr gut, sehr schön, sehr toll. Und wir haben ein neues Gewehr gefunden, das allem Anschein nach nicht sonderlich kaputt ist. Jetzt werde ich mich langsam mal wieder dran machen müssen, zurück zu meinem Stash zu kehren, um zu gucken, ob ich die Sachen irgendwie reparieren kann gegenseitig. Damit wir wenigstens aus diesen zwei Gewehren sind jetzt, glaube ich, ein Ganzes machen kann. Ja, hör mal zu. Hier. 6700, sehr schön. Vielen Dank. Rad был с вами пообщаться. Hoppatschki. Sag mal her. Schön. Das gefällt mir gut. Okay. Haben wir denn irgendwas dabei, was das jetzt schon reparieren kann? Nee, ne? Das ist nur die Munition, das passt. Dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Und schauen, wie wir hier wegkommen. Zurück zur Farm. Wild Territory. Und dann kommen wir hier raus, wenn mich nicht alles täuscht. Nach Garbage. Und das ist ja dann schon fast der Weg zurück. Auf dem Weg zurück dann beim Schlachter vorbei. Und dann verkaufen wir ihm das ganze Zeug. Das wird nochmal ein paar tausend geben. Ach, warte mal. Was ist denn jetzt als Story angeklickt? Living Legend. Brain Scorcher. Wo haben wir den denn? Ach, beim Radar. Ja, gut. Mhm. Es wird noch eine ganze Weile dauern, da werde ich mit dieser Rüstung sicherlich nicht reingehen. Und da brauche ich dann ungefähr pro Waffe im Idealfall so 800 Schuss oder was. Und dann am besten alles aus dem Inventar raus, was wirklich nicht regelmäßig gebraucht wird. Alles, was irgendwie so radioaktives Zeugsdings, alles raus. Alle Kippen und so, vielleicht eine Kippenschachtel. Ansonsten den ganzen Krempel stashen. Drei, vielleicht sogar vier Waffen mitnehmen. Für jede Waffe 500 bis 800 Schuss. Vorher die Ausrüstung, die Rüstung und den Helm upgraden. Und dann könnte es realistisch klappen. Denn das Radargebiet ist schon allein nur bis zum Eingang des Bunkers ein absoluter Kampf. Und dann noch im Untergrund. Das ist kein Spaß, so viel weiß ich noch. Aber ich habe ja alle Zeit der Welt, mich darauf vorzubereiten. Schauen wir mal. Hör doch hier Hunde. Oder höre ich die nicht? Doch, doch. Hm, vielleicht doch nicht. Oh, ist das so ein Stash?
Nope. So, dann schauen wir mal, was er uns dafür gibt. Einen schönen Batzen Kohle. Sehr schön. Das will er nicht haben? Okay, muss ich mal schauen, wer das haben möchte. Bisschen was, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Das soll jetzt gerade mal nicht unser Ziel sein. Oh, wie viele? Eieiei. Oh Gott, was? Was geht denn hier ab? Oh. What? So viel habe ich noch nie gesehen auf einen Haufen. Oh, wir haben nichts mehr. Au. Muss ich gleich erstmal ein bisschen First Aid besorgen. Ich bin der Meinung, dahinter war noch einer, hinter dem, den ich hier erschossen habe. Aber der scheint da gerade jemand anderen zu beschäftigen. Deshalb will ich mich nicht beklagen. Wir schnappen uns das und kehren zurück. Das kann er haben. Ist ja schon nochmal 2000 obendrauf. Vielleicht war das die Nebenmission, die ich gerade ausgeschlagen habe. Ich bin nicht sicher, aber so ist es jetzt. Der hat auch keine Medikamente. Peace. Was denn jetzt? Ist er. Ist gut, bleib ruhig, wir besorgen dir was. Rot haben wir gar keinen Schuss mehr. Oh, da sind sogar noch zwei. Also so viele habe ich hier tatsächlich noch nie auf einem Haufen gesehen. Jetzt muss ich schauen, dass ich da halbwegs verletzungsfrei hinkomme.
Okay, keine Ahnung. Der wollte nicht sterben. Eieiei. Die ganze Rotte hier unterwegs. Ich bin gar nicht sicher, ob er Medizin hat, aber das ist jetzt die beste Chance für mich. Ich dachte ja, einer von den Jungs hier was. Ja, okay. Nimm mal die vier. Zack. Peace. Machen wir das? F1. Okay. Да ты рассказывай, с чем пришел. Und Hunger hat er wieder. Оружие убери, я сказал. Haben wir da jetzt Ruhe auf dem Weg zurück? Finden wir es heraus. Also es waren einer drin. Eins, zwei, drei. Ne, zwei drin, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 8, 9. Krass. Glücklicherweise nur diese Kartoffelköpfe hier, weil ansonsten 9 Hunde oder so, da wäre ich jetzt, glaube ich, drauf gegangen. Weil die wesentlich schneller sind und auch so plötzlich ihre Richtung ändern und eben nicht so viel Fläche bieten, sondern so ein bisschen lauchig sind. Da ist sogar noch einer. Muss aufpassen. Da hinten. Lieber ein bisschen sprinten und sicher rauskommen. Bin gespannt, ob jetzt am Militär-Checkpoint welche sind, weil die Munition ist jetzt sehr, 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 sehr knapp. Wenn ich Pech habe, muss ich das gleich nochmal laden. Hui. Lang nicht mehr hier gewesen. Wir haben jetzt ein paar Stunden in und um Rostock verbracht, Army Warehouses und so. Wir waren noch nicht beim LKW-Friedhof. Das ist auch ein super Setting, finde ich. Oh doch, da ist jemand. Zwei Schuss, die könnten schon reichen für einen. Was sind das für Typen? Yes.
Es hätte knapper nicht sein können. Zeig mal her. Mit zwei Schuss davon, das passt. Zwei oder sechs, keine Ahnung. Heieiei. Komm, unloade das mal. Haben wir nicht, okay. Sieht gut aus. Jetzt schnell. Die letzten 100 Meter sprinten. Komm, 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 komm. Keine Patrouille. Mist. Jungs, ich bringe Gesellschaft. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Ist hier heute Wandertag oder was? Oh, und jetzt kommt ein Sturm. Oh Mist. Das war der letzte Schuss. Ja! Ja! Aber allerletzte Sekunde. Alter Schwede. Okay, cool. Что-то починить требуется. Schon nicht mehr.
Wie kann ich das denn reparieren hier? Das habe ich doch schon mal gemacht, oder? Diese Einzelteile hier repariert. Das hat damit ja nichts zu tun. Hier sind drei Teile nicht ganz perfekt. Also ich meine, bei 38 ist nicht so super. Wie kann ich diese Einzelteile reparieren? Mir war so, als wäre das hiermit möglich. Weapon Parts Maintenance. Aber hier wird mir nichts angezeigt. Keine Ahnung. Aber gut, wir haben schon mal ein bisschen was geschafft. Das war jetzt gerade echt verdammt knapp. Nicht nur mit den Viechern, sondern auch mit dem Sturm. Aber das haben wir, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne mal, wie ich diese Teile hier, die ich hier ja rausnehmen kann, reparieren kann. Mache ich da irgendwas falsch? Mir war so, als ob ich das irgendwie... Weil ich meine, die Beschreibung dieses Dings heißt ja auch, damit kann ich Sachen reparieren. Ich weiß nur leider nicht, wie. Vielleicht sind sie zu kaputt oder was? Weiß ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Stalker Gamma. Bis dahin. Ciao.